für die anderen Mission kann, für die Verteidigungsmission kann ich auf Dingsbum besser sein. Hätte nix. Oder der Revenant. Juhu, ich habe eine Kanone, aber... Ich erober mir jetzt erstmal einen Gegner. Du bist meine. Oops. Ach, das ist deiner. So, Welle besiegt, wunderbar. Kann ich gleich am Anfang. Wir haben noch einen mitlaufen. Wunderbar. Ah, der Glasresonanz ist mal wieder da. Aber also ein genauer Spalm.
Das hat ja jetzt gedauert. Das ist das Schöne einer Verteidigung. Ich kann zumindest die Kanonen an der Seite wunderbar ver. Nehmen. Ah. Das einzige was Problem, das ich habe, ich kann nicht sagen, wie effektiv die Scheißdinger sind. Sie werden nicht besonders effektiv sein. Aber zum Kugeln verteilen reichen sie. Zumal die Fähigkeit relativ günstig ist. Auch wenn ihr Kasperl an der Fahrer steht, heißt das nicht, dass ihr nicht auch mal irgendwas angreifen könnt. Ach, guck mal. Ups. Jetzt hab ich schon vor das Elektro-Ding katapultiert. Oh, fünfte Welle.
Ah, da sind sie. Was für ein Glück, dass ich gerade auf Überleben aufgebaut bin. Das war schon dreimal abgefackelt. Ein scheiß Flammenwerfer an der Seite. Du, was ist dabei die Tesla spielen? Ja, die haben mich auch schon ein paar Mal erwischt. Die Drecksdinger. Und ich muss mit so Puppelkanonen auskommen an der Seite. Yeah, und weg. Alles ja. Ach, so ein paar Glas-Heinis waren nicht da. Ach, hast du ein paar Glasscherben eingesammelt? Nee, ich habe Hast du die Idee? 150 Glasmacher ansehen gekriegt. Du musst irgendwo ein paar von den Trotteln mit umgerotzt haben. Ja, gleich am Anfang. Außer Folge leider. So. Boah, nee, Spionage. Das war klippig, ja, also. Egal. Das war ja klippig, also Rotz. Looten. Scheiße, Spionage hab ich bisher nur einmal gemacht. Und zwar nur das, was ich musste. Ich glaube, wir brauchen aber eh bloß einen Tresor. Ja, das ist gut. Weil bei Merke stand die Wand hoch. Die Mission war gestern auch dran. Ich gehe erstmal direkt zu A. Ich gehe zu. Und hoffe, dass das ein einfacher ist. Ich gehe dabei mal zu B. Und hoffe, dass ich nicht ganz verkacke. Naja, Tonskulptur, was nötig hat. Ups, das war eine Fensterscheibe. Also nur ein normaler Alarm. Ach, das ist dies Ding. Oh, das geht. Wie ist es mit dem zentralen Turm? Yep. Warum wird der hinaus? Warum ist das? Nee, hab nicht aufgepasst. Also bei B. Yep. Mach weiter zu C. Und lass den Gegner denken.
Jetzt komm, gib mir. Ja, ich hab's gefunden. Ich bin. Gerade mal auf normale Gegner geschossen, also ich merke schon da, ne, auf was die mal gemacht haben, das hat sich schön ausgewirkt. Gegner standen nämlich noch. Das war nicht schön. Dann bleibt nur noch die Überlebensmission. Dann nehme ich schon den Mirage und knallen wir die ganz schnell weg. Ich glaube, ich werde nichts mehr. Nichts nehmen. Ein paar Sporen. Oder ne, Sachen. Sachen müsste. So, gekriegt, Petersburg, Geld. Schaden 100% Genauigkeit, das ist ja nicht schwer, wenn ich da einen überrasche. Mit dem Messer. Ja gut, ich habe noch einen Pfeil abgeschossen, aber weil ich mal testen wollte, wie effektiv die jetzt genau sind. Ja. So. Ab die Korwende. Ja, das ist schon. Ach ja, irgendein Idiot kommt. Ja, könnte aber auch einfach nur hier ganz kurz sein. Da wird einmal erstmal hier ein bisschen meine Krankheit. Elf Infizierte. Oder? Du wirst gestalkt. Nicht zwangsläufig, ich hab den nicht. Ach so, nee, der Leo wird gestalkt. Ich hab's nur am Geräusch gehört. Ah, da ist er. Halt, wo ist der Weg nach oben?
Das Bio Blaupause. Das ist Bio. Die Blaupause habe ich lange nicht mehr getestet. Wie geht es denn hier aus dem Scheiß denn raus? Nicht alle auf einmal hier durch den Tunnel kommen, bitte. Ach ja. Nur noch 8 infiziert auf dem Start noch so. Ein bisschen weiter verteilen, ja. Hab ich die zu schnell geschmolzen? 14 Infizierte. Ah, die Sachen ist in dieser Hinsicht auch praktisch. Ich sehe alle Infizierten. Weil die alle hier weiße Zahlen spucken. Ja, das stimmt allerdings. Also zumindest den mit dem ersten brauchbar. Kuba andere. Infizierte nur noch. Ach, das waren alles so kleine Kugeln, die mir jetzt gefolgt sind. Ich bin schon gewundert. Der Kater hat nämlich gerade so eine riesen Horde hinter mir gezeigt. Ich habe auch nicht gleich was gesehen, erst als ich die Pfeile abgeschossen habe. Ich wurde von einer Horde wild gewordener Murmeln verfolgt. Dann niede ich die auch. Mal ganz schnell. Ich niede die mal ganz dringend, die Extraktion. Das ist eine gute Idee.
Ah. Kuba-Festung abgeschlossen. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Eigentlich müsste ich hier bitte weitermachen. Müsstest du. Mir bringt's aber halt nichts, ne? Auf Venus fehlen nur noch 2 Knoten.